Hamburg, 20 Uhr. Die Polizeihauptkommissare Hajo Heidenreich und Kurt Giese auf Aufklärungstour. Zusammen mit Feuerwehrzugführer Heiko Andersen und einem Abschleppwagen. Die Männer durchkämmen die Straßen im Stadtteil Ohsdorf. Sie wollen testen, wo die Feuerwehr im Ernstfall noch durchkäme und wo nicht. Wenn wir dann hier so über den Bürgersteig zirkeln und das Fahrzeug unter Umständen schon wieder abrutscht, dann gibt das einen Ruck und dann wird plötzlich aus 10 cm Abstand zu dem Fahrzeug auf der rechten Seite kein Abstand mehr und dann haben wir eine Schramme reingefahren. Und dann ist jetzt mal für uns Ende der Veranstaltung. Dann können wir nämlich die Polizei für eine Unfallaufnahme rufen. Kollegen müssten dann den Einsatz übernehmen. Das kostet Zeit und gefährdet Menschenleben. Die Engpassverursacher in dieser Straße bekommen heute nur ein Knöllchen. Ja, wie man hier sieht, steht das Fahrzeug direkt im Halteverbot. Der Fahrer hätte es eigentlich sehen müssen, weil er direkt am Halteverbotsschild parkt. Nicht nur im Halteverbot, sondern er parkt auch teilweise auf dem Gehweg. Dahinter ein weiterer Falschparker. Das finde ich ja eigentlich sehr abgebrüht, direkt immer an den Schildern parken. Ja. Wie siehst du das? Bei dem geht es vielleicht noch, ja. Bei dem wird das schon vielleicht ein bisschen problematisch. Ne? Ja. Ist es für ein Durchkommen der Feuerwehr zu eng, lässt der Polizist abschleppen. Nicht ohne vorher zu versuchen, den Halter zu erreichen. Der soll die Chance erhalten, den Wagen selbst umzustellen. Kurze Datenabfrage beim Revier. Ja, notier bitte mal folgendes Kennzeichen. Hamburg-Trennung 174. Ich hab gar nichts. Alles klar, wir lassen das Fahrzeug abschleppen. Der Besitzer geht nicht ans Telefon und wohnt auch nicht in der Straße. Doch während des Aufladens erscheint er plötzlich doch. Achso, jetzt ist es zu spät, ja? Jetzt ist es zu spät, ja. Das ist ja ärgerlich. Nein, er stellt ihn jetzt hier hin und kann ihn wegkommen. Sie kennen Ihre Sünden? Ich kenne meine Sünden, ja. Guten Abend. Haben Sie einen Personalausweis oder Führerschein dabei? Und 150 Euro Strafe und das Auto wird nicht abgeschleppt, aber umgesetzt. Das ist also kein Abbruch, das ist also eine Umsetzung. Wir setzen das Fahrzeug ja vom ursprünglichen Ort ja an einen anderen Ort um. Mehr Glück hat der Halter des Mercedes weiter vorne. Er bekommt fürs Falschparken nur ein Knöllchen. Aber man sollte sich also natürlich auch nicht so hinstellen wie der Mercedes. Der ist also auch mit 15 Euro dabei. Ja, der gehört auch uns. Okay, gut. Trotzdem noch schönen Abend. Alles Gute. Ne? Großstadtdschungel Hamburg. Viele Autos, wenig Abstellplätze. Das verleitet zum Falschparken. Wenn es brennt, wird es dann für alle Beteiligten eng. Sie sehen ja, alles verbotswidrige Fahrzeuge hier. Und Feuerwehr kann hier gar nicht wenden. Ne? Nächster Fall, ein Wendehammer und ein festsitzendes Auto. Der hat seine Frau jetzt abgeholt, um ins Krankenhaus zu seinem Sohn zu fahren. Ne? Jetzt müssen wir mal sehen, dass er rauskommt. Er will natürlich raus. Ne? Ist natürlich jetzt alles hier blockiert. Ich weiß auch nicht, wie die Feuerwehr hier überhaupt wenden kann. Deswegen müssen wir es mal abklären, ob hier noch einige Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen. Aufregung bei den Anwohnern. Der Halter eines Fahrzeugs, das den Weg versperrt, sieht sich im Recht. Wenn meine Auto steht, da vor die Feuerwehr, verdammt nochmal, das ist ein Parkplatz. Das kostet auch 10 Euro. Ich habe mit der Feuerwehr gesprochen, das gibt also ein Knöllchen, Sie müssen dann also mal 10 Euro bezahlen. Ja, bitte zukünftig nicht mehr parken. Sie Kinder, wir haben das doch öfters schon gemacht, diese Kontrollfahrt mit der Feuerwehr. Aha, eine Ausländer hat da geparkt. Und bitte jetzt nicht wieder mit Ausländern. Also die Diskussion wollen wir nun nicht erführen. So eine Diskussion wollen wir gar nicht. Habt ihr jetzt einen Einsatz? Wie lange wollen Sie hier stehen? Weil ich muss ins Krankenhaus, mein Sohn liegt im Krankenhaus und Sie versperren mir hier den Weg. Ja, aber Sie sehen, was passiert, wenn abgestellte Fahrzeuge stehen, dass die Feuerwehr eben schnellmöglich rankommt. Ja. Dieser Nachahmereffekt führt zu gefährlichen Engpässen in den Straßen. Knöllchen verteilt die Polizei nicht, um die Falschparker zu ärgern. Hajo Heidenreich will sie damit für die Problematik sensibilisieren. Ja, war ein bisschen, die Emotion ging ein bisschen durch, aber ich glaube, auch das wird sich wieder beruhigen. Die Hamburger Feuerwehr hat täglich 700 Einsätze. Oft geht es um Menschenleben. Wenn sie in den Straßen stecken bleibt, kann das fatale Folgen haben. Auch in dieser Straße wird es für sie wieder eng. Aber wir kommen hier durch. Eins, zwei. Also die Polizei spricht immer von einer gesetzlichen Durchfahrtbreite von 2,80 Meter. Unsere Fahrzeuge haben eine maximale Durchfahrtsbreite, wenn wir die Spiegel anklappen,
von 2,50. Übervorsichtige Autobesitzer gibt es auch. Genauso wie extrem dreiste Parksünder, wie der Halter dieses Fahrzeugs. Also wie ich das weiß, ist das ein polnisches Fahrzeug. Steht einmal in der Feuerwehrzufahrt und als Kenntlichmachung noch. Für die Feuerwehrzufahrt sieht man hier also auch das Verkehrszeichen 298, die Sperrfläche. Und weil wir den Halter nicht rein können, ist ein Pole, wird das Fahrzeug dann erst auch sichergestellt. Also nicht umgesetzt, sondern also auch sichergestellt. Der geht in den Knast, der wird sichergestellt. Längerzeitig hier abgestellt. Der Wagen kommt zu einem Sammelparkplatz. Dort kann ihn der Halter für mehr als 260 Euro auslösen. Aber was macht die Feuerwehr im Ernstfall, wenn sie keinen Abschleppwagen dabei hat? Entweder händisch den beiseite ruckeln oder beiseite schieben oder mit dem Fahrzeug beiseite ziehen. Das ist natürlich alles zeitaufwendig, wenn dann wirklich jemand da um Leib und Leben kämpft, weil er im Rauch oder vom Feuer eingeschlossen ist. Freie Straßen und Feuerwehrzufahrten können Leben retten. Die Hamburger Polizei setzt ihre Aufklärungstour fort. Dieses Mal ist es wieder ein Wendehammer, der zugeparkt ist. Es müssen einige Strafzettel verteilt werden. Das Halteverbot beginnt dort und endet dort, wo die anderen beiden Fahrzeuge stehen. Und wie man also auch sieht, sind die Fahrzeuge nicht nur im Halteverbot, sondern stehen auch teilweise auf dem Gehweg. Vielleicht kann Polizeihauptkommissar Heidenreich die Besitzer ja dieses Mal ausfindig machen, damit sie nicht abgeschleppt werden müssen. Stiefmütterchen Weg, ja. Das nützt uns jetzt herzlich wenig. Der wird dann also auch umgesetzt. Der Einsatz erregt erneut Aufsehen. Kurz darauf taucht eine Frau bei ihrem Wagen und den Polizisten auf. Welches Fahrzeug haben Sie denn? Bei dem letzten 1409, da ist die Halterin kommt, brauchst du nicht mehr. Das Fahrzeug wird von der Halterin umgesetzt bzw. weggefahren. Geben Sie mal die Papiere bitte, können wir das gleich mal notieren. Das ist okay, ja. Die Frau kommt mit einer Belehrung und einem Verwarngeld von 20 Euro davon. Darf ich die Papiere zurückgeben? Ich glaube, das läuft ja noch mal unter Glück im Unglück. Ne? Haben Sie Verständnis für die Aktion der Polizei? Ja, klar. Also es kann ja auch die eigene Wohnung sein, die dann brennt irgendwie und die Feuerwehr kommt nicht durch. Oder Krankenwagen oder weiß der Geier. Das ist schon. Der Besitzer dieses Fahrzeugs hat nicht so viel Glück. Doch dann eilt ein Mann herbei. Sein Auto soll als nächstes umgesetzt werden. Weil ein weiterer Abschleppwagen schon auf dem Weg ist, muss der Mann für den Abbruch 70 Euro zahlen. Zusätzlich gibt's noch ein Knöllchen. Das Feuerwehrfahrzeug hatte vorhin also Probleme beim Wenn. Und das ist nur ein Fahrzeug. Zu einem Löschfahrzeug gehören noch zwei weitere Fahrzeuge dazu. Ne? Okay, danke schön. Ja. Dann hindert der Einsatzwagen eine Frau an der Weiterfahrt. Die Dame hat es jetzt wahrscheinlich besonders eilig, eiliger als die Feuerwehr. Und möchte sich ihren Weg bahnen. Und hat mit Sicherheit überhaupt kein Verständnis für den Polizeieinsatz und den Auflauf hier. Und der Herr, der ja noch kurz ums Abschleppen rundherum gekommen ist, möchte natürlich jetzt auch zügig wieder in die Freiheit. Kurz vor Mitternacht. Die Bilanz nach 4 Stunden Einsatz. 37 Strafzettel, 9 Abschleppvorgänge und eine ganze Menge Aufregung.